Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie bei Markus Lanz der Anschein erweckt werden soll. Er und seine Gäste würden sich ernsthaft um die Meinungsfreiheit bemühen. Ihnen wäre es wichtig, dass die Leute ihre Meinung frei sagen könnten und das würde sie ja negativ berühren und sie wollten jetzt erörtern, wo das Problem liege. In Wahrheit ist es natürlich so, das sieht man allein an der Auswahl der Gäste, dass das ein Täuschungsversuch ist. Im Folgenden ein paar Ausschnitte aus der Sendung. Diese Umfrage gibt es seit 1953. Mhm. Und diese Zahl, diese 44%, die das Gefühl haben, man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man sagt, und immer vorsichtiger, die war noch nie so hoch. Ja, wenn jetzt klar ist, okay, in Deutschland darf man sich nicht mehr offensichtlich, also rassistisch äußern, dann ja, klar, muss man aufpassen. Mhm. Und das ist eine kollektive Verantwortung, weil wir tragen in uns allen diese rassistischen Muster, die uns dazu bringen, manchmal rassistische Sachen zu sagen oder sexistische Sachen etc. Was hätten Sie gesagt, Frau Dorn, auf die Frage, ob es wirklich Meinungsfreiheit gibt oder Diskursfreiheit, vielleicht dieses Übergang? Ja, kann mich da erstmal nur Giovanni Di Lorenzo anschließen. Natürlich gibt es die. Also hier kommt kein Zensurbehörde. Aber woher kommt dann dieses Gefühl? Naja, wir sind natürlich behutsamer geworden. Ich meine, unsere Lebenszeiten reichen alle weit genug zurück, dass wir uns erinnern eben, dass es überhaupt kein Problem war, sich in einer hochabfälligen Weise über Menschen mit dunklerer Haut zu äußern, dass... Rassistische Onkel vorher immer nur am Stammtisch seine Rassismen losgelassen. Mhm. Und auf einmal sind da die ehemaligen Schulfreunde oder die Arbeitskollegen auf Facebook Leute, die ihm Widerworte leisten. Und die sagen, nein, das darfst du nicht sagen. Das ist rassistisch. Mhm. Und plötzlich führt eins zum anderen und Menschen, die eben noch dachten, ich kann ganz normal kommunizieren, bekommen Widerworte. Und das wird sehr häufig damit verwechselt, in seiner Meinungsfreiheit beschnitten zu sein. Was den Holocaust anbelangt, da kann man kein Pro und Contra machen. Das ist einfach, jede Debatte erübrigt sich da. Ist auch völlig sinnlos. Es gibt auch kein Pro und Contra zur Frage, ob es einen Klimawandel gibt. Den gibt es. Und jemand, der sagt, den gibt es nicht, da ist, glaube ich, auch völlig sinnlos. Aber zur Frage, wie wir ihn bekämpfen, welche Maßnahmen greifen, da ist das Pro und Contra geradezu ein Wesensmerkmal jeder Auseinandersetzung, die diesen Namen verdient. Was wir nicht sehen, sind die vielen Tausenden, Zehntausenden, vielleicht noch viel mehr Fälle, wo ein Widerspruch dazu führt, dass Menschen anfangen zu lernen. Sondern wir reden doch um die großen Debatten, Themen, Migration zum Beispiel. Frau Wag, das Thema Migration, wann immer wir, ich merke das hier auch in der Sendung, wenn wir zum Beispiel anfangen, über Probleme, die es bei Integration und Migration gibt, zu sprechen, dann stelle ich fest, dann kommt so dieses Verdruckste. Es wird über Probleme auch bei der Integration heute mehr berichtet als noch vor ein paar Jahren oder vor 10 Jahren. Da würde ich Sascha Lobe schon recht geben. Die Tatsache, dass Leute in geschlossenen Systemen bleiben, auch im Netz und nichts anderes mehr als Meinung kennenlernen, als das, was sie immer noch weiter bestärkt in ihren Verschwörungstheorien. Wenn du ein bisschen dich mit Leuten unterhältst, dann passiert es auch, dass du auf solche Leute triffst. Ich habe neulich bei einem Gartenfest jemanden getroffen, der mir erzählt hat, dass es im Vatikan ein unterirdisches System gibt. Und wie gesagt, ich gebe dir auch völlig recht, es wurde auch ein solcher Blödsinn von der vermeintlich kritischen Seite, die eben überhaupt nicht kritisch ist. Also das sind dann eben auch keine Corona-Kritiker, sondern das sind wirklich Verschwörungstheoretiker, so wie einer, der einen wüst beschimpft, mir nicht Widerspruch leistet oder nicht kritisiert, sondern der beleidigt mich einfach. Ich hatte ehrlich gesagt mehr Sorge, dass eine bestimmte Partei das in finsterster Weise ausschlachten wird öffentlich und muss sagen, ich bin sehr glücklich, dass in Deutschland die Debatte relativ schnell auf vernünftige Füße in dem Fall gestellt wurde, wo man sagte, was kann man daraus jetzt schließen? Also das Phänomen Totschweigen bringt überhaupt nichts aus der Sorge, dass damit rassistisch Schindluder getrieben wird. Schlechtes Verhalten, keine Einhaltung der Regeln etc. Nein, darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir das Prinzipielle auch gar nicht in der Lage sind zu besprechen. Also also wir sind prinzipiell nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Das würde ich auch widersprechen, weil das können wir tun. Es wird nur nicht vollständig darüber gesprochen. Es wird nur auf einer Ebene darüber gesprochen. Es wird gar nicht darüber gesprochen. Das erlebe ich nicht so. Ich habe mehrere Diskussionsbeiträge gelesen. Also dann haben die auch Beispiele. Da hat sich dann ein Kollege doch geäußert. Dann wurde er sofort in die AfD-Ecke gesteckt. Und das hat eine einschüchternde Wirkung. Denn ich glaube, kein Problem erledigt
Kein Problem erledigt sich dadurch, dass man es verschweigt. Absolut, dem würde ich gar nicht, überhaupt nicht widersprechen. Was ich erlebe, ist, dass Menschen davor Angst haben, Stichwortgeber für Rechte zu werden. Und das ist eine Angst, die manchmal damit verwechselt wird. Das sind dann Leute, die sagen, ich habe hier ein Faktum, das wird mit Sicherheit von Rechten benutzt, um rechte Stimmung zu machen. Und dann werde ich da eingemeindet. Durchaus hitzig und durchaus kontrovers miteinander reden kann, aber miteinander redet. Und nicht übereinander oder aufeinander eindrischt. In aller Kürze, und das klingt jetzt vielleicht getragener, als es sein möchte. Ich glaube, dass es wir als Medienmenschen auch eine Verantwortung haben. Diese Verantwortung ist, Menschen auch über den Streit und über die Diskussion zusammenzuführen und nicht weiter zu entzweien. Woran erkennt man die Täuschung? Giovanni Di Lorenzo baut bewusst Strohmänner auf. Er behauptet, Leute, die sagen würden, die bestreiten würden, es würde keinen Klimawandel geben, das seien ja die größten Idioten sozusagen. Er muss aber ganz genau wissen, dass niemand einen Klimawandel bestreitet oder eigentlich auch niemand einen Klimawandel bestritten hat. Höchstens der IPCC mit der Hockeyschlägerkurve, in dem nämlich suggeriert wurde, 1000 Jahre lang wäre das Klima völlig gleich gewesen und jetzt würde es plötzlich ganz steil nach oben gehen. Und genau das suggeriert ja Di Lorenzo. Er möchte uns jetzt hier nahelegen, Klimawandel sei gemeint. Es würde jetzt plötzlich ganz steil nach oben gehen und es wäre vorher nicht so gewesen. Er hält sich aber bewusst im Ungefähren, um sich nicht angreifbar zu machen. Es ist aber auffällig, dass er nicht sagt, der CO2-Treibhauseffekt ist jetzt das große Problem und die Leute, die den CO2-Treibhauseffekt leugnen. Warum sagt er das nicht? Das könnte er doch, es doch viel präziser machen. Warum kommt er jetzt mit dem Klimawandel? Weil doch eigentlich niemand den Klimawandel bestreitet. Und der Grund ist natürlich, dass Di Lorenzo anscheinend sich ein bisschen Sorgen macht, dass in Zukunft das Zitat herangezogen werden könnte. Und er weiß auch ganz genau, dass es sehr viele Gegenbeweise gibt zum CO2-Treibhauseffekt, dass das höchst umstritten ist und dass die meisten Wissenschaftler in Wahrheit nämlich gar nicht dahinter stehen, anders als es Al Gore mit den 97% suggeriert. Es ist also wirklich eindeutig, warum sagt er hier Klimawandel? Er könnte doch genauso gut sagen, die CO2-Treibhauseffektleugner. Warum kommt er mit dem komischen Klimawandel an? Das ist eigentlich schon, also jedenfalls aus meiner Sicht ist das ein ganz klarer Beweis, den man ihm auch um die Ohren hauen kann, dass er hier täuscht. Und damit kann man in die Öffentlichkeit gehen, vor die Mainstream-Medien, und man könnte ihn damit konfrontieren, dass er hier so verdruckst den Klimawandel anspricht und nicht den CO2-Treibhauseffekt. In der ganzen Sendung wurde ein Strohmann aufgebaut. Das heißt, es wurde ein Problem aufgebaut, das in Wahrheit gar nicht vorhanden ist, und es wurde so über das reale Problem hinweggetäuscht. Also es wurde jetzt so getan, die ganze Sendung über, als wollten sich die ganzen Leute, damit wird natürlich suggeriert, die AfD, aber auch ganz viele andere, sie wollten sich eigentlich rassistisch äußern. Und sie dürften es jetzt nicht und jetzt müssten sie lernen, und es sei eigentlich auch gut, dass sie lernen würden, sich nicht rassistisch zu äußern. Das geht aber natürlich vollkommen am Problem vorbei. Markus Lanz wird das auch bewusst. Er möchte immer wieder so tun, er kümmert sich ernsthaft darum. Also es ist dann so, Markus Lanz stellt dann immer diese Fragen, wo er doch relativ so hindeutet auf das Thema, die Meinungsfreiheit, die Leute trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen. Und dann kommen die Gäste immer an und sagen, ja, die Leute wollen sich rassistisch äußern, das geht dann nicht. Und dann, es war also eigentlich fürchterlich langweilig zeitweise, sich das anzugucken. Ich habe mir das dann extra für das Video mir das alles nochmal angeguckt. Und es wird dann immer furchtbar langweilig. Also sie driften dann ab und sind so im Ungefähren und reden dann halt um den heißen Brei rum. Und weil es aber zu offensichtlich ist, weil er uns ja merkt, okay, ist dann auch ein bisschen peinlich, wenn jetzt zu sehr um den heißen Brei rumgeredet wird, dann ist ja klar, das sagen ja die Leute, ja, die reden ja nur um den heißen Brei rum. Land kann man ja nicht ernst nehmen. Und außerdem ist es langweilig und es ist schlecht für die Quoten. Also hat Lanz versucht, immer wieder so ein bisschen so darauf zurückzukommen. Aber es war eigentlich immer wieder das Gleiche. Die Gäste sind dann immer wieder so ins Ungefähr abgedriftet und haben dann immer wieder behauptet, ja, der Rassismus, die Leute sie könnten sich halt, es wäre eigentlich gut so, wie es ist, wir würden in einer guten Demokratie leben und es wäre eigentlich alles gut und die Leute müssten halt lernen, sich anständig zu äußern. Darauf läuft es eigentlich dauernd hinaus. Und damit täuschen natürlich diese ganzen Gäste, täuschen bewusst darüber hinweg,
was das eigentliche Problem ist. Das eigentliche Problem ist natürlich nicht, dass man sich dass die Leute sich nicht ordentlich äußern können, dass die Leute sich immer daneben benehmen wollen, dass die Leute respektlos sein wollen. Sondern es ist natürlich so, dass Meinungen einfach unterdrückt werden, dass Informationen zurückgehalten werden, ausgeschwiegen werden, dass einseitig berichtet wird. Und dass Leute, die diese Schweigespirale durchbrechen, dass diese Leute diffamiert werden, unmöglich gemacht werden, ausgegrenzt werden. Und das hat mit Rassismus rein gar nichts zu tun. Es wird dann immer auf Rassismus reduziert, die Leute werden dann darauf reduziert. Also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, bei dem Euro, die Leute, die dann dafür waren, dass Griechenland aus dem Euro rausgehen muss, sie wurden dann darauf reduziert, ja, sie wollten eigentlich den Dritten Weltkrieg und sie seien gegen die Griechen. Also sie seien griechenlandfeindlich. Das ist aber natürlich der Trick, dass sie darauf reduziert wurden. Aber ihre Meinung war einfach, und das ist ja eigentlich der Skandal, dass ihnen nicht zugestanden wurde, dass sie die Meinung haben, es ist jetzt das Beste für die EU, für die EU-Länder, das Beste für Griechenland, wenn Griechenland aus dem Euro rausgeht. Sondern ihnen wurden dann unterstellt, sie hätten was gegen die Griechen. Und so geht es ja eigentlich die ganze Zeit. So ging es dann bei der Flüchtlingskrise, dann wurde den Leuten unterstellt, die für kontrollierte Einwanderung waren, sie hätten was gegen die Flüchtlinge. Es ist das Gleiche, wie wenn man jetzt sagt, man schmeißt eine Party und man lädt nicht jeden ein. Weil können nicht alle Leute, es können nicht 1000 Leute auf die Party kommen. Oder man möchte halt auch nicht jeden einladen. Da wird dann immer unterstellt, diejenigen Leute, die man nicht einlädt, die würde man sozusagen umbringen wollen. Oder gegen die hätte man jetzt was. Sondern man lädt sie halt einfach nicht ein. Man kann halt nicht jeden einladen. Und wir haben 80 Millionen Leute und Afrika hat nun mal einen riesigen Geburtenüberschuss. Und dann ist es eigentlich relativ logisch und naheliegend, dass halt Deutschland eine kontrollierte Einwanderung will, wie jedes andere Land auch, und dass nicht jeder aufgenommen wird. Und da wird diesen Leuten unterstellt, die das jetzt nicht wollen, die unkontrollierte Einwanderung, was andere vielleicht wollen wegen steigender Immobilienpreise. Das ist natürlich solche Themen, die werden natürlich aus dem Mainstream vollkommen ausgeschwiegen, rausgenommen. Auf jeden Fall wird dann unterstellt, ja, wir, die Leute, die die unkontrollierte Einwanderung nicht wollen, sie hätten was gegen diese Flüchtlinge. Sie seien eben Rassisten. Das ist also ein ganz übler Trick und das alles wurde natürlich bei Lanz überhaupt nicht angeschnitten. Und das ist ja bei jedem Thema so. Bei Corona ist das Gleiche, wenn man jetzt die Meinung hat, die Maßnahmen sind nicht richtig, dann wurde man als Corona-Leugner beschimpft, wurde man unmöglich gemacht. Und es wurden die Demonstrationen wurden klein geredet und es wurde einfach auch nicht gezeigt, wie falsch dieser Innensenator Geisel, wie undemokratisch er vorgegangen ist und dass dann das Verfassungsgericht oder das Verwaltungsgericht dann seine Entscheidungen kassiert hat. Das wurde ja aus dem Mainstream rausgehalten. Das wurde auch bei Markus Lanz nicht diskutiert. Und vor allen Dingen kommen bei Markus Lanz ja die Leute, die betroffen sind von der fehlenden Meinungsfreiheit, die ausgegrenzt werden, die wirklich das Problem haben. Sie kommen bei Lanz überhaupt nicht zu Wort. Also zusammenfassend kann man sagen, man kann sich ja die Frage stellen, warum wird das überhaupt thematisiert? Warum bringt das Lanz überhaupt? Er könnte es sich doch einfach machen und einfach ein anderes Thema nehmen. Zum einen will er natürlich Quote machen, weil es natürlich den Leuten schon unter den Nägeln brennt. Aber vor allem geht es auch um die Täuschung aufrechtzuerhalten. Also es geht eigentlich genau darum, den Zustand aufrechtzuerhalten, dass die Leute nicht ihre Meinung sagen können. Wo er suggeriert, er möchte das genau abschaffen. Weil wenn er das jetzt nicht thematisiert, dann sagen sich die Leute, ja, die Medien sind ja unehrlich. Und wenn die Medien als unehrlich angesehen werden, dann wenden sich die Leute ja ab zu alternativen Medien. Und genau das wollen ja Lanz und Co. nicht. Sie wollen ja die Leute bei der Stange halten und damit das Ganze aufrechterhalten. Die meisten Leute sollen glauben, es ist also alles in bester Ordnung und was nicht in Ordnung ist, das bringen jetzt Lanz und seine Leute, sie sind ernsthaft besorgt und nehmen das wahr und wollen es in Ordnung bringen, obwohl es natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Obwohl natürlich genau das Gegenteil der Fall ist. Die Zustände in Deutschland sind wirklich schlimm. Das kann kein gutes Ende nehmen, wenn das so weitergeht. Das ist vollkommen klar. Das kann kein gutes Ende nehmen. Und deswegen müssen wir weiter, steht der Tropfen hüllt den Stein, müssen wir probieren, die Leute von diesen Medien wegzubringen, zu alternativen Medien, wenn hier die Demokratie, wenn das hier alles schön weitergehen soll. Sonst wird das hier mittelfristig, das klappt natürlich zusammen, das kann nicht gut gehen.
Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut.